Auch am Tag nach dem völlig überraschenden Rücktritt von Trainer Lucien Favre stand Max Eberl der Schock noch ins Gesicht geschrieben. Mönchengladbachs Sportdirektor konnte einfach noch immer nicht glauben, dass die Ära des Schweizers bei den Fohlen tatsächlich beendet ist. Die Gefühlslage, glaube ich, kann sich jeder vorstellen, wie es mir geht, dass ich sehr, sehr traurig bin, dass so eine unfassbar tolle Zeit so zu Ende gegangen ist. Die Spieler, natürlich waren sie gestern auch ein Stück weit überrascht, weil keiner hat damit großartig gerechnet. Ich habe mit den Spielern auch gesprochen. Natürlich ist da auch immer ein Stück weit Traurigkeit und Enttäuschung dabei. Nach dem katastrophalen Saisonstart mit 5 Niederlagen in 5 Ligaspielen tut sich nun eine weitere Baustelle auf. Einen wirklichen Plan B hatte Eberl wohl nicht. Im Heimspiel gegen den FC Augsburg wird U23-Coach André Schubert auf der Bank sitzen. Der 44-Jährige übernimmt interimsweise. Wir sind der Meinung, da eben ein Stück weit einen Impuls zu geben, einen unverbrauchten Typen an der Linie zu haben, der uns da jetzt hilft. André Schubert, ein Trainer, der die volle Unterstützung von uns genießt. Es ist eine Lösung, die wir den Übergang nennen. Die Suche nach einem geeigneten Favre-Nachfolger hat angesichts der sportlichen Situation oberste Priorität. Für die Fans der Borussia gibt es nur einen geeigneten Kandidaten. Meiner Meinung nach kann wirklich das Erbe von Favre nur Jürgen Klopp antreten. Für mich gibt es jetzt auch nur eine Lösung, die es gibt, das ist der Klopp. Jürgen Klopp ist ein Mensch, der stellt sich 5 Minuten in die Kabine und dann haben die wieder Feuer in den Augen. Und das ist das, was vermisst wird. Nach dem Abschied aus Dortmund ist Klopp quasi immer ein Thema, sobald ein Topverein einen Trainer sucht. Allerdings hat Klopps Berater der Borussia bereits eine Absage erteilt. Und so geht in Mönchengladbach die Suche weiter nach einem geeigneten Trainer und der sportlichen Topform. Meister empfängt Pokalsieger. Im Topspiel des 6. Spieltags trifft der FC Bayern auf den VfL Wolfsburg. Beim Sieg im Supercup haben die Wölfe gezeigt, dass sie sich auch in dieser Saison nicht vor dem Rekordmeister verstecken müssen. Wir haben gezeigt, dass wir an guten Tagen mit den Bayern, denke ich, mithalten können. Ja, wir brauchen dafür morgen aber sehr viel Mut, sehr viel Entschlossenheit in unseren Aktionen. Ja, und wenn die Bayern uns die Luft geben, den Raum geben, ja, dann sollten wir zustechen. Wolfsburg will nicht schon früh in der Saison den Anschluss nach ganz oben verlieren. München aber strebt den 6. Sieg im 6. Spiel an. Leverkusen will Pleitenserie stoppen. 5 Spiele, 6 Punkte, Tabellenplatz 13. Bayer 04 läuft den eigenen Ansprüchen meilenweit hinterher. Zuletzt setzte es für die Werkself sogar 3 Ligapleiten in Folge. Zudem wartet das Team von Trainer Roger Schmidt in der Liga seit 393 Minuten auf einen Torerfolg. Der Coach ist nun gefordert wie noch nie zuvor in seiner Leverkusener Amtszeit. Im Heimspiel gegen Mainz 05 muss endlich wieder ein Sieg her. Die Stichelei der Woche. Borussia Dortmund eilt weiter von einem Sieg zum nächsten. Startrekord in der Bundesliga, 3,5 Tore im Schnitt und gegen Leverkusen bereits der 11. Erfolg in Serie. Schwarz-Gelb überzeugt durch attraktiven und erfolgreichen Fußball. Grund genug für den BVB-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang, eine Spitze in Richtung München zu senden. Bayern ist doch für alle der klare Favorit, aber wir versuchen, ihnen das Leben so schwer wie möglich zu machen. Es gibt gerade diese Euphorie bei uns, weil wir einen guten Start hatten. Aber ich habe schon davor gesagt, dass ich persönlich nicht glaube, dass Bayern auch in dieser Saison Meister wird. Stare così tutta la stagione e poi vedremo cosa si farà alla fine.